Was sollen wir spielen? Verstecken. Nein, ich will auch lieber etwas anderes spielen. Sollen wir uns verkleiden? Oh ja, verkleiden. Mama, dürfen wir die Fasnachtskiste haben und uns verkleiden, ne? Die Fasnachtskiste? Ja, na gut, ich hol sie euch. Ja, juhu, danke. Puh, ist die schwer. Kann mir vielleicht jemand helfen? Ja, ich helfe dir, Mama. So, geschafft. Jetzt könnt ihr mal schauen, ob ihr hier etwas Tolles zum Verkleiden findet. Wir könnten Zauberer spielen. Kannst du Zaubertricks, Lena? Klar. Hokus pokus fidibus, die Anna ist verschwunden. Das ist kein Zaubertrick, Lena. Die Anna ist nur unter dem Tuch versteckt. Bist du dir sicher? Sie ist weg. Hä? Da bin ich. Du kannst nicht zaubern, Lena. Nein, kann ich nicht. Ah, ich habe einen Piratenhut. Cool, ich hätte auch gern einen. Ich glaube, wir haben noch einen zweiten. Schau mal da. Danke. Paul, jetzt sind wir Piraten. Das Bett ist unser Schiff. Und das Fernglas könnten wir doch auch noch gut gebrauchen. Ja, damit können wir nach Beute Ausschau halten. Ich möchte die Meerjungfrauenflosse anziehen. Auch. Ja, nimm doch die. Soll ich dir helfen, Mia? Ja, anziehen. Okay. Wo ist denn meine Flosse? Die müsste hier doch irgendwo bei meinen Badesachen sein. Ah, hier. Auch mal, hier sind noch Perlen und Ketten. Das könnte unser Schatz sein. Gute Idee. Wartet mal, wir haben doch auch noch eine Tasche oder hier, den kleinen Koffer. Da können wir unseren Schatz hineintun. Wir segeln mit unserem Schiff übers weite Meer. Ich sehe da drüben etwas. Das sind Meerjungfrauen. Sie haben einen Koffer dabei. Beute! Da ist bestimmt etwas ganz Wertvolles drin. Los, überfallen wir sie. Achtung, Piratenangriff. Oh nein, wie sollen wir uns verteidigen? Kommt schnell hinter diesen Felsen. Wo sind die Meerjungfrauen? Die haben sich versteckt, da hinten. Gebt uns euren Schatz. Wieso sollten wir? Weil wir Piraten sind. Das ist doch kein Grund. Hau ab, Bumm. Autsch, hey Mia. Dann holen wir uns den Schatz eben. Angriff. Aber ich bin viel größer als ihr. Ah, nicht kitzeln, das ist gemein. Wir haben den Schatz und jetzt schnell weg. Zurück auf das Schiff. Ihr seid so gemein. Ich weiß, wie wir uns den Schatz zurückholen. Ah ja, gute Idee. Jetzt segeln wir zur nächsten Insel. Segel setzen. Das könnte euch so passen. Wir Meerjungfrauen machen jetzt mal richtig große Wellen. Au, rupp, au, rupp, au, rupp. Oh nein, das wackelt. Halt mich fest, Alex. Pass auf, dass du nicht vom Schiff fällst. Ah, hört auf. Erst müsst ihr den Schatz zurückgeben. Nein. Dann gibt es weiter Wellen. Au, rupp, au, rupp, au, rupp. Wow, Mann, über Bord. Männer über Bord. Meerjungfrauen, helft uns. Aber nur, wenn ihr unseren Schatz nicht mehr klaut. Na gut. Sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn mit dem Bett passiert? Ach, es ist nur ein kleiner Sturm aufgezogen. Es gab nur ein paar kleine Wellen. Ein kleiner Sturm? Das sieht mir aber eher nach einem Orkan aus. Das Bett stellt ihr nachher wieder auf, ja? Ja, Mama. Angriff auf das Essen! Oh nein, die Piraten greifen an! Schnell weg! Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!